Hallo, ich bin Sebbel und heute zeige ich euch meine zweite Burg, die auf einer erhöhten Grundplatte basiert. Das Spenderset ist dieses Mal die 70437, das Mystery Castle. Wie das Mystery Castle auch, handelt es sich hier eher um ein Schloss als um eine Burg. In diesem Schloss gibt es 5 Stockwerke, die über Treppen und Leitern miteinander verbunden sind. Es gibt also einen logischen Weg vom Keller bis zum Dachboden. Mit diesem Modell wollte ich mal ausprobieren, was mit so einer erhöhten Grundplatte alles möglich ist und wie man das große Problem der Zugänglichkeit lösen kann. Daher ist das Schloss modular aufgebaut. Mehr dazu später. Durch die erhöhte Grundplatte bekommen wir eine Gesamthöhe von knapp 38 cm. Die Länge und Breite des Modells sind natürlich durch die Grundplatte vorgegeben und liegen somit bei 25,5 x 25,5 cm. Das Schloss ist unterteilt in einen Turm sowie ein Wohngebäude. Das Schloss verfügt über zahlreiche Verzierungen, wie zum Beispiel ein Dachfenster, einen Erker und ein kleines Türmchen, aber auch über einen Abort. Bei vielen der Verzierungen wurde ich inspiriert von Lego-Fan Uruguay, der großartige Burgmodelle auf Replicable gestellt hat. Das Wohngebäude hat 3 verspielte Fenster, von denen eines verschlossen ist. In das Schloss gelangt man über ein Gittertor, welches schwarz eingerahmt ist und mit einem Edelstein verziert. Wie ihr seht, ist das Gebäude von allen Seiten geschlossen. Um an den Innenraum zu gelangen, klappt man das Schloss einfach vom Abort aus auf. Das Abort bietet Platz für eine Minifigur und kann dadurch bespielt werden. Darüber ist etwas Stauraum zu finden. Diese Tür trennt das Abort vom Wohnraum, den ich euch später noch ausführlich zeigen werde. Im Erdgeschoss findet ihr eine Treppe, über die ihr auf den Wehrgang gelangt. Dieser umrundet mehr als die Hälfte der Burg. Unter der Treppe befindet sich ein Arbeitsbereich, der je nach Bedarf ganz unterschiedlich genutzt werden kann. Um weiter nach oben zu gelangen, klettert man auf einer Leiter am Erker vorbei und gelangt ins Schlafgemach. Dieses ist mit einem Bett und einem Nachttisch eingerichtet. Eine Minifigur findet bequem Platz darin. Wie versprochen, gibt es auch einen Weg auf den Dachboden. Hierzu klappt man einfach die Leiter herab. Und schon gelangt man an den Schatz, der dort aufbewahrt wird. Hier oben gibt es noch ein weiteres Gimmick, denn das Dachfenster kann über diesen Stab geschlossen und geöffnet werden. Um auch den Innenraum des Wohngebäudes bespielen zu können, kann dieses einfach herausgenommen werden. Nach dem Herausnehmen ist das Wohngebäude sehr offen und lässt sich dadurch sehr gut bespielen. Darin befindet sich ein Thron und ein gedeckter Esstisch mit Kerze, Flasche und Teller. Den Thron aus dem Mystery Castle habe ich dabei nur leicht modifiziert, um den Platz besser zu nutzen. Ich finde, er sieht jetzt auch etwas besser aus. Unter dem Esstisch ist eine Falltür angebracht, die in die Kellergewölbe führt. Der Raum wird über einen Kamin beheizt und logischerweise befindet sich dahinter ein Schornstein. Der Innenraum des Wohngebäudes geht am Hauptteil des Schlosses weiter. Hier befindet sich ein Regal mit einem Dolch und einem Kristall, sowie ein Hocker für eine weitere Minifigur. So können sich 2 Personen an den Tisch setzen. Je nachdem, welche Grundplatte ihr verwendet, gibt es 2 Versionen für die Kellergewölbe. Hier seht ihr die Variante für die selbstgebaute Grundplatte aus dem Set 71722, das ich euch in einem der vorigen Videos vorgestellt habe. In dieser Variante befindet sich mehr Platz im Keller, weshalb dieser auch sehr viel üppiger eingerichtet ist. Hier findet ihr ein angezapftes Weinfass, Vorräte und Schätze, aber auch ein paar gruselige Elemente. Die Lavagrube der Grundplatte ist hier nicht mehr zu sehen. Beide Varianten haben jedoch gemeinsam, dass es eine Leiter gibt, um nach oben zu gelangen und dass der Schacht des Brunnens von den Kellergewölben abgetrennt ist. Der Brunnen selbst verfügt über eine Kette, die hoch und runter gekurbelt werden kann. Das Schloss ist auch schnell wieder verschlossen. Die Türe des Aborts hat gleich mehrere Funktionen. Entweder man verschließt damit das stille Örtchen oder aber sie stellt die Eingangstüre dar. Auch wird das modulare Wohngebäude durch die Tür in dem Schloss verriegelt. Beim Verschließen sorgt ein Clip dafür, dass sich das Schloss nicht von alleine wieder öffnet. Wenn euch das jedoch stört, weil ihr das Schloss sehr oft öffnen wollt, könnt ihr einfach dieses gelblich-grüne Teil entfernen und schon ist diese Funktion deaktiviert. Die Schritt-für-Schritt-Bauanleitung für dieses Schloss, aber auch für die Platte darunter, könnt ihr separat voneinander auf replicable.com kaufen. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Über Ideen und Anregungen in den Kommentaren freue ich mich immer. Habt eine gute Zeit, euer Sebbel.